Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Und heute geht es um Warrock, aka Kriegsfels. Und wenn ihr mich supporten wollt, ihr wisst Bescheid, lasst eine positive Bewertung da, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne für Decks sehen würdet, die wir auch seit längerem nicht mehr hatten, aber die ihr euch gerne anschauen würdet, denn ich habe jetzt heute nur Warrock gebracht, weil mir in den letzten Kommentaren öfter mal vorgeschlagen worden ist, guckt ihr doch mal bitte wieder Warrock an. Und das machen wir heute. So, Leute, ich erzähle heute wieder ein bisschen was. Unter anderem habe ich ja gestern kein Yu-Gi-Oh! Hochgeladen, sondern was anderes. Und was der Plan zu allem drum und dran ist, dazu kommen wir. Anyways, Warrock aka Kriegsfels ist ein Deck, was ich persönlich ja ziemlich cool finde, weil es wieder ein Deck ist, welches von der Fähigkeit Balance Gebrauch machen kann. Die Fähigkeit Balance ist eine der coolsten Fähigkeiten in Duel Links überhaupt. Sie wurde ein paar Mal angepasst, damit sie nicht ganz so broken ist, aber sie ist immer noch eine Fähigkeit, die ziemlich solide ist und mit der man immer noch richtig, richtig gut was anfangen kann. Balance ermöglicht es uns, nämlich unsere Starthand so ein bisschen zu manipulieren bzw. zu steuern. Wir können nämlich unsere Kartenverteilung in unserer Hand, unsere Kartenverteilung im Deck anpassen. Heißt so viel wie, wir müssen als Voraussetzung erstmal von jedem Kartentyp Monster, Zauber, Fallenkarte, 6 Karten mindestens spielen. Und je nachdem, wie die Verteilung ist, können wir zum Beispiel dafür sorgen, dass wir am Anfang eines Duells eine Karte von jedem Kartentyp bekommen oder von einem Kartentyp dann auch nochmal obendrauf ein zweites und das gezielt. Und das machen wir jetzt zum Beispiel mit Warrock. Wir spielen nämlich in Warrock 6 Zauberkarten, 7 Monsterkarten und 7 Fallenkarten. Und das bedeutet, dass wir eigentlich immer mit einer Karte von jedem Kartentyp starten und es aber auch sein kann, dass wir mit einer zusätzlichen Fallenkarte oder mit einer zusätzlichen Monsterkarte starten. Das können wir ja nie ganz zu 100% steuern, aber wir haben in der Regel dadurch eine 50% Chance, beispielsweise mit Berg des Kriegsfelsens zu beginnen. Also jedes Duell garantieren wir zu 50%, dass wir auf der Starthand in den ersten 4 Karten Berg des Kriegsfelsens haben, da wir eine garantierte Zauberkarte haben und dreimal dieses Deck, dreimal diese Karte spielen. Ne? Also heißt das letzten Endes eine 1 zu 1/2 Chance, 50% Chance, was ziemlich nice ist. Zu Warrock muss ich an sich nicht so viel sagen. Wenn ich schon von Berg des Kriegsfelsens rede, dann ist das natürlich die wichtigste Karte in dem Deck, denn Berg des Kriegsfelsens ist eine Spielzauberkarte, die uns ein Kriegsfelsmonster unserer Hand hinzufügt bei Aktivierung. Zusätzlich können wir am Beginn der Battle Phase, falls wir keine Monster kontrollieren oder alle Monster, die wir kontrollieren, Warrock-Karten sind, eine Warrock-Karte von unserer Hand spezial beschwören. Und falls ein Warrock-Monster durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden würde, beziehungsweise nur durch Kampf steht hier, nevermind, können wir stattdessen Berg des Kriegsfelsens zerstören. Also viele Effekte in einer einzigen Karte, 3 in der Zahl, und das ist ziemlich, ziemlich nice, wenn ihr mich fragt. Und wir garantieren natürlich auch, dass wir mit einer Monsterkarte starten. In der Regel ist Forti auch nochmal ein Searcher. Alle Warrock-Karten haben den Effekt, dass wenn ein Erde-Kriegsmonster kämpft, wir nach der Schadensberechnung einen Effekt aktivieren können. Bei Forti ist es beispielsweise so, dass wir ein anderes Kriegsfelsmonster von unserem Deck unserer Hand hinzufügen können. Gleichzeitig dazu hat Forti auch nochmal den Effekt, dass er unseren Kriegsfelsmonstern, die wir gerade kontrollieren, Attack geben kann. Und falls diese Karte durch den Karteneffekt des Gegners von der Monsterzone O auf den Friedhof gelegt wird, können wir ein Kriegsfelsmonster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von unserer Hand oder unserem Deck beschwören. Was so viel bedeutet wie Fortier kann letzten Endes auch floaten, wenn er irgendwie beispielsweise zerstört wird durch Raigeki-Brecher oder was weiß ich was, ja. Auch wieder ein netter Nebeneffekt. Vento gibt auch nochmal als Schnelleffekt, wenn ein Erde-Krieger-Monster kämpft, für den Preis von 800 Lebenspunkten einem anderen Warrock-Monster 800 Attack, was ziemlich nice ist. Und falls diese Karte durch den Karteneffekt zerstört wird, können wir auch wieder mit Vento beispielsweise in unser Bossmonster Meteoragon floaten. Und Meteoragon ist ein richtig cooles Bossmonster, denn diese Karte kann erstmal nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden, was an sich schon mal ziemlich nice ist, ne? Und wenn Meteoragon einen Angriff deklariert, ja, können wir die Effekte des Monsters, beziehungsweise allen Monstern, die den gleichen Namen haben wie das Monster, was wir gerade angreifen, negieren, ja. Und das ist ein ziemlich starker Effekt und gleichzeitig dazu gibt ihr auch nochmal, ähnlich wie Fortier anderen Karten, einen Attack-Boost auf dem Spielfeld und er kann in jeder Battle-Phase nochmal einen zweiten Angriff gegen Monster durchführen, falls wir diesen Boost-Effekt aktivieren.
Ja, wir haben mit Würde des Kriegsfeldens auch nochmal einen Monster Negate, was auch nicht zu vernachlässigen ist. Und da wir halt mit dem Deck nicht wirklich spezial beschwören, ist Topf der Gegensätzlichkeit auch nochmal ganz nett. Ja, allgemein lässt sich zu Warrock nur sagen, es ist wirklich ein sehr spaßiges Deck. Warrock ist auch ein verhältnismäßig günstiges Deck. Ihr braucht halt eigentlich nur Warrock-Karten, die aus einer Mainbox kommen. Mit Joragon zweimal als teuerste Karte und sonst halt die Fieldspell als SR-Karte. Aber verhältnismäßig, sage ich mal, ist auch Warrock ein günstiges Deck. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Deck Free-to-Play ist, wobei... Ja doch, wenn ihr relativ frisch angefangen habt, noch ein paar Gems übrig habt, Warrock kann man sich schon ganz gut Free-to-Play zusammenbauen, hätte ich jetzt gesagt. Warrock ist schon ziemlich decent, hätte ich jetzt gesagt. Doch. Ist vor allen Dingen auch verhältnismäßig günstig. Doch, definitiv. Ja, wie gesagt, wir spielen mit Balance und dadurch garantieren wir, wie gesagt, auch hier in diesem Fall, dass wir, dass wir mit einer Zauberkarte starten, mit einer Fallenkarte und einer Monsterkarte und Monster oder Falle kann beispielsweise auch nochmal ein zweites Mal auf dem Feld sein. So, wir spielen gegen Magnite Cacknight. Und wir werden gleich geibli-lockt. So, gegen Ibli-Lock spielen wir aber leider nicht den Link-Jünger, sondern Albtraumritterin Meerjungfrau. Wobei das eigentlich keinen Unterschied macht. Wir können trotzdem mit ihr in... mit Ibli können wir trotzdem in... Albtraumritterin Meerjungfrau. So. Jetzt kann hier potenziell... Ach, er hat sogar den blauen Himmel. Okay. Heißt so viel wie... Der kriegt nochmal den Search der Gegner. Send like, please. Ja, ist ein bisschen spät der Name. Ist ein bisschen spät der Name. Send like, please. Das brauchen wir aktuell noch nicht. So, jetzt kann er theoretisch hier nochmal was beschwören. Oder er Link beschwört. Eine Link 2er Monster. Was er aber nicht macht. Aber er kann jetzt mit Violetter Nachteinbruch auch nochmal searchen. Mann, Leute, dieses Deck ist halt so broken, ne? Weiß ich nicht. Magritta. Magritta ist das beste Deck im Format. Das ist auch das beste Deck im KCC so allgemein. Das wird auch das Deck to beat sein. Ich find's schade. Ich hoffe, wie gesagt, es kriegt die Sonderbehandlung. Die Großsalamander Sonderbehandlung. So, dass es immer noch sehr gut ist, aber nicht mehr so broken, wisst ihr? Weil kein Deck sollte so oppressiv stark sein wie Magritta. Ihr müsst bedenken, das Deck ist seit 3 Monaten. Seit Release ist dieses Deck Tier 1. Seit 3 Monaten. 3. In Zahlen 3 Monate. Bisschen viel, wenn ihr mich fragt. Das ist ja in Duel Links eigentlich nicht so gang und gäbe. So, der Gegner kann aber immer noch das Board ziemlich gut flooden jetzt, ne? Also wenn er jetzt hier nochmal irgendwas verschiebt, um nochmal eine Handkarte zu specialen, dann hat er aber keine Handkarten mehr. Okay, Linkbeschwörung für Morgenstern, alright. Ich mache jetzt Morgenstern eine Handkarte ab. Oh, okay. Und das wird gesearched. Also wenn es nicht die Fallenkarte ist, die auf 1 ist... Kummer hieß die Karte, glaube ich. Erinnerung des Weltenvermächtnisses. Okay, Erinnerung des Weltenvermächtnisses ist mir eigentlich ziemlich egal. So, wir ziehen jetzt erstmal eine Karte. Aktivieren direkt MST. Für die goldene Mitte. Perfekt. Geheimnis des Weltenvermächtnisses, weil wenn der Gegner die nicht raussearcht, bin ich mir ziemlich sicher, dass das die Karte ist, die da wieder liegt. So.
Also ich habe die Hoffnung, dass meine Traps mich hier noch so ein bisschen carryen können, ne? Und Fortia ebenfalls. So, gelber Stern ist da auch nochmal am Start. Kommen jetzt beide eigentlich zurück? Beide Mech-Ritter? Tatsache, beide kommen zurück. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, das Board ist jetzt erstmal geflooded. Okay, Violetta Nachteinbruch kriegt noch einen Surge, einen weiteren. Boah, ich sag's doch, das Deck ist so broken, ne? Das ist so krass. Muss man sich einfach mal vorstellen. Look at this, wie krank das einfach ist. Da hast du auch noch so viele Bodies da floaten. Na gut, meine Starthand ist jetzt nicht so nice gewesen, aber ja. Kann ich die... Warte mal, warum kann ich die nicht weglegen? Brauche ich hier echt den Jünger im Deck? Was ist hier? Ein Albtraum-Rittermonster, außer Albtraum-Rittermonster. Warte mal, warum funktioniert das nicht? Wegen Balance. Ach, wegen Balance funktioniert das nicht, ne? Ja, Balance ist es. Du kannst bis zum Ende der Main Phase deines ersten Spielzugs keine... Ja. Okay, das ist gar nicht mal so gut. Das ist gar nicht mal so gut. Moment. Oh, okay, das ist ein Problem jetzt. Muss ich kurz überlegen. Okay, er bobbt. Der Gegner bobbt. Er kann die Karte nur einmal... Wobei, ist das ein richtiger Bob? Ne, das ist kein richtiger Bob. Egal, wir können die Karte zumindest jetzt erstmal zurückbouncen. Ja. Dass wir wissen, die Hand ungefähr, ne? Das ist auf jeden Fall einmal Schlüssel des Weltenfremd... Oh, what? Aber warte mal. Moment mal, wenn Fortia jetzt zerstört wird. Aha. Wird der Effekt jetzt annulliert? Nee. Okay. Aha. Angriff, Angriff, Angriff. Okay, verloren habe ich noch nicht. Habe ich. Oh, come on. Guckt euch an, wie viel das Deck machen kann, Mann. Guckt euch an, wie viel das Deck machen kann. Ah, Eevee Lock mit Balance. So strong. Ist okay. Herzlichen Glückwunsch. Du spielst ein brokenes Deck, hast eine gute Starthand. Herzlichen Glückwunsch. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen, Mann? Ja, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Sind allen die Hände gebunden. Ist ja eigentlich. Du links, Yu-Gi-Oh! Ist eigentlich so ein. So ein. Oder beziehungsweise der KC Cup. Ich habe eine richtig gute Idee, was man da machen kann. Für den KC Cup kann man eigentlich. Stell dir mal vor, man könnte sich ein Deck auswählen, wogegen man nicht spielt. Ja? Ein Deck, wogegen man einfach nicht spielt. Ja? Das wäre doch insane. Okay. In der ersten Runde nicht special, ne? Kannst in der ersten Runde nicht special. Du kannst bis zum Ende der Main Phase deine... Ah, wait. Bis zum Ende meiner Main Phase, okay. Lass uns doch Fortia beschwören mit einer Fallenkarte. Ach, aber ich kann ja gar nicht in die Battle Phase eintreten. Mann, Ragor, was machst du denn da? Nee, egal. Also stell dir mal vor, man könnte ein Deck einfach bannen. Ja?
Wisst ihr, was die ganzen Leute machen würden? Die ganzen Leute würden einfach sagen, yo, wir bannen jetzt einfach hier Dingenskirchen weg. McKnights. Und dann würden die ganzen McKnight-Spieler nämlich nur noch gegeneinander spielen. Wenn die ganzen McKnight-Leute nur noch gegeneinander spielen, dann würde denen der Spaß vergehen. Und dann würden die auch mal andere Decks spielen. So würde ich das Ganze handhaben. So, nice. Vicious Bane. Kann jetzt nicht getargetet werden, ne? Oh, never mind, das ist die falsche Karte. Aber Vicious Bane. Mainphase, während deiner Mainphase, du kannst alle Monster zerstören, die der Gegner kontrolliert. Okay. Dann spielen wir aber jetzt Forti als Effekt. Und holen uns Meteoragon aus dem Deck. Danke dafür, Buddy. Ich glaube nicht. Aha! Weil jetzt kontrollierst du keine anderen Elementarheldenmonster mehr. Aha! Der Zug wird beendet. Na dann. So, wir könnten jetzt linken. Gilt das für Heldenmonster oder nur für böse Helden? Falls ein Unterwelt damals gegangen. Ach so, okay, ja gut, dann. In dem Fall würde ich jetzt einfach mal behaupten. Falls alle Monster, die du kontrollierst, Kriegermonster sind. Nee. Dann lasst uns doch einfach in Bento gehen. Meteoragon darf hier einmal angreifen. Yes. Bento aktiviert ebenfalls den Effekt. Dann darfst du deinen Effekt aktivieren, aber wir haben keinen Lethal Damage. Leider, leider, leider haben wir keinen Lethal Damage. Und zwar jetzt den Malicious Bane blocken können. Aber das war's dann auch. Ja? Das war's dann auch. So. Battle Phase. Du gehst auf Vento. Vento Guento. Und du aktivierst deinen Effekt. Das ist wichtig jetzt, dass wir das machen. Nein. Oh, okay. Oh, okay. Super Poli. Wie viel Damage sind das? Was kommt jetzt aus Feld? Dark Gaia? Was ist das? Ist das, könnte das Dark Gaia sein? Das kann kein Dark Gaia sein. Malicious Fiend. Wenn ich die Karte weglasse, wenn der Battle Phase, dann kriegen wir uns die Böse, dann können wir bis zum Ende des Gegners. Okay. Geben wir uns wenigstens erstmal ein bisschen Attack. Ja, meinetwegen. Macht jetzt nicht so viel aus. Und ich kann Berg des Kriegsfelsens beiseite legen. So. Ist halt nur die Frage. Okay. Brauche eine Falle. Kontrollpunkt ist nicht die Falle, die ich brauche. Berg des Kriegsfelds ist eigentlich auch nicht die Karte, die ich brauche. Quento die Karte, die ich brauche? Eigentlich auch nicht, weil... Ja, Burg des obersten Königs ist jetzt die Karte, die mich echt... snacken wird. Heißt so viel wie... eigentlich nicht so viel. Jetzt irgendeine Falle hitten müssen, die ich brauche. So wird das jetzt leicht problematisch. Ich habe nicht genug Life Points dafür. Den Typen nicht raus. Fortier. Ich kann auch nicht mehr Spezial beschwören in dieser Runde. Nee. Kommen jetzt an den Malicious Fiend nicht vorbei, leider. Malicious Fiend. Mit der Field Spell in dem Fall leider. Ein zu großer Brocken, um ihn zu besiegen.
Maßregelung ist in dem Fall leider nicht so gut. Ich finde, Zwangsevakuierungsgerät ist insane. Aber ich habe die Karte nur einmal. Maßregelung ist in Linkdecks sehr nice. In Linkdecks, wo du halt Karten einfach auch weg benutzen kannst, ist die Karte wirklich sehr, sehr, sehr gut. Aber in so einem Deck, wie ich es spiele, eher weniger. So, Top der Gegensätzlichkeit. Let's see. Rollpunkt, Maßregelung. Bodenlose Fallgrube. Nehmen wir die bodenlose Fallgrube. Haben wir nämlich Portia mit Maßregelung und der bodenlosen Fallgrube. Und wir hoffen einfach mal, dass nicht die bodenlose Fallgrube gehittet wird und die Maßregelung. Und zwar zeitgleich. Das wär nicht so schön. Hoffen wir einfach mal, dass der Gegner gar kein Backrow Removal hat. Das wäre natürlich noch besser, wenn der Gegner gar kein Backrow Removal hat. Oder hätte. Das wäre natürlich ziemlich gut. Nein. Okay. Exil Galaxy. Ein Klassiker. Ja. Schauen wir mal. What's happening? Was passiert? Galaxy Müller. Okay. Was ist der Zeitpunkt oder der richtige Zeitpunkt, an dem wir jetzt den Effekt aktivieren? Jetzt schon? Ich glaube nicht. Der Skill ist raus. Okay, genau deswegen wollte ich den Skill eigentlich nicht hier. Boah. In dem Fall wäre es besser gewesen, die Karte direkt zu aktivieren, aber sei es drum. Okay. Das ist in Ordnung. Das ist noch in Ordnung. Ich meine, wenn er MST gehabt hätte, dann hätte der MST eigentlich schon längst benutzt. Ne? Hätte er MST schon längst benutzt. So, da ist der Photonenlens her. Den gönnen wir uns jetzt, bevor da irgendwas Großes noch passieren kann. Ja. Jetzt habe ich leider nicht so viel Follow-up, ne? Leider nicht. Und der Gegner auch nicht. So, können wir jetzt irgendwie reagieren? Angst-Evakuierungsgerät. Das ist nicht das, was ich brauche, ne? Es ist der Meteoragon als Beschwörung. Mein Gegner hat so natürlich auch nichts im Friedhof, ne? Aber er könnte den Skill jetzt trotzdem aktivieren, aber nur für den zweiten Effekt. Das heißt, er würde auch eine Handkarte verlieren und hätte dann zwei Handkarten. Ich habe ein Zwangsevakuierungsgerät, aber er konnte eben nichts removen. Aber was ist denn jetzt hier der Playman? Komm, wir beschwören den Meteoragon. Wir beschwören jetzt den Meteoragon. Greif mir einfach mal an. Da macht es einen Unterschied. Der Tech-Buff hilft die ganze Zeit dauerhaft, ne? Okay, dann lohnt sich das schon. Okay. Kein Backrow Removal. Fingers crossed, sagt man immer. Fingers crossed, sagt man, Leute. Fingers crossed. Ich glaube, wir hatten jetzt in allen drei Duellen noch nie den Fall, dass wir mit Berg des Kriegsfelsens gestartet sind, ne? Wir hatten nicht den Fall, dass wir mit Berg des Kriegsfelsens gestartet sind. Berg des Kriegsfelsens erhöht natürlich die Winrate, also die Gewinnrate des Decks enorm. Ne? Die willst du eigentlich immer auf der Starthand haben. Jetzt kommt genau das, was wir erwartet haben. Weiß der Gegner auch eine Handkarte ab. Okay, den Galaxieritter sogar. Da kommt jetzt Galaxie Nuller. Und jetzt überlege ich gerade, ist das der Moment, an dem wir Zwangsevakuierungsgerät aktivieren? Oder warten wir, bis der Gegner einmal linkt? Aber
Eigentlich sind wir safe, wenn wir die Karte jetzt hier einfach auf die Hand zurückbauen. Er hat natürlich den Wolkendrachen. Oh, come on. Er hat natürlich den Wolkendrachen, ey. Come on, Mann! Das ist die einzige Karte, die ihn hier in der Situation rettet. Die einzige Karte. Und jetzt verliere ich, weil er mich... Ey, ohne Witz, Leute. Ich hasse dieses Deck. Ich hasse dieses Deck. Wenn ihr spiele, habe ich nie diese Starthände. Never ever. Aber du hast natürlich diese einzige Karte, die dich hier in der Situation rettet. Die einzige Karte mit Galaxienula. Die Zwei-Karten-Kombo, die ihn hier rettet. Also da werde ich echt wütend. Da werde ich echt richtig wütend. Und da wäre es in dem Fall auch besser gewesen, wenn wir nicht auf Meteoragon gegangen wären, sondern einfach auf Fortia. Weil mit Fortia hätten wir wenigstens noch floaten können in den Meteoragon. Ja? Hätte in dem Fall jetzt nicht so einen großen Unterschied gemacht. Aber meine Güte, es regt mich wieder auf, dass diese Leute, die einfach dieses Pepega-Deck spielen, dass die halt auch noch belohnt werden für dieses Deck, was sie halt spielen. Ja, was eigentlich in dieser Meta mit Magnites und Infernoids und Celebrimbor Great etc. zurzeit nicht so gut ist, wie es davor war. Aber es macht keinen Unterschied, weil wenn du göttlich ziehst, dann gewinnst du halt trotzdem. Und da werde ich ein bisschen salzig. Dafür entschuldige ich mich auch. Aber meine Güte. So. Wir starten aber zumindest mal mit Berg des Kriegsfeldes. Let's go. Okay, das ist doch mal etwas, mit dem wir leben können. Na, guck mal. Fortia. Bei Traps, das ist doch eigentlich ein Start, wie wir ihn haben wollen. Okay? Das ist ein Start, wie wir ihn haben wollen. So. Jetzt gucken wir mal, ob unser Gegner in irgendeiner Form hier antworten kann. Wir können halt, wenn wir das Duell beginnen. Okay, hast du noch eine zweite MST? Okay, Leute. So langsam wird's traurig. Wir spielen gegen Leute, die einfach alles haben. Ja? Alles. Und je öfter ich über das vorletzte Duell jetzt nachdenke, desto mehr rege ich mich auf. Das war echt... Weiß ich nicht. Das war echt nicht so gut. Ja, zumindest die Liste, die der Gegner gespielt hat, nicht so nice. Dieser kleine, der Photonendrache, der kleine. Ist einfach nicht gut. In dem Fall kam er halt gut, aber... Okay. Spellbooks. Weil es wahrscheinlich Dark Magician ist, ne? Letzten Endes. Ja, Dark Magician. Nein, es ist doch. Oh. Okay. Holt sich nicht die Magier-Navigation, sondern Magiebuch der Weisheit. Das ist vielleicht ein Dark Magician Deck mit einem intensiveren Magiebuch-Setting. Zacke. Wow, was ein Start, Mann. Was ein Start. Einmal so ziehen wie diese Leute heute. Einmal im Leben so ziehen. Mit den Kackdecks, die sie eigentlich spielen. Einmal, wirklich. Ach. Einmal so ziehen wie die. Boah, also Dark Magician.
die Magiebuchkarte. Aber wahrscheinlich kommen jetzt eh nochmal die perfekten zwei Traps. Ja. Was machen wir dann in der Situation? Eigentlich nichts. Eigentlich können wir doch gar nichts machen. Und was soll ich da jetzt auch groß machen? Er banisch mir meinen Meteoragon. Ich agiere als zweites in dem Fall. Da kann ich ja eigentlich gar nichts machen. Na, warte mal, was? Was? Okay. Ich meine, er wird wahrscheinlich, wenn er das so spielt, wird er eine ewige Seele legen. Da macht es eh keinen Unterschied, aber. Kann ich nicht machen. Wait, habe ich meinen Zug beendet? Nein, ich habe meinen Zug beendet. Ich habe auch noch gemissplayed. Dann die Battle Phase zu gehen, habe ich jetzt gemissplayed. Aber das wird eh eine ewige Seele gewesen sein, die da beim Gegner wieder lag. Also so wie der gezogen hat, wird eine ewige Seele gewesen sein. Vor allen Dingen auch anhand des Delays. Weil das war irgendwas, was aktivierbar ist. Wobei, es könnte natürlich auch die Spellbook Trap gewesen sein, ne? Die hatte ja auch noch, die Spellbook, nicht die Trap, die Quickplay-Karte. Karten umgerührt sind von Monster-Effekten. Ah, keine Ahnung. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt wieder gemisst. Ich bin jetzt gerade richtig triggert. Ja, richtig triggert wegen den Leuten im heutigen Video. Ja, ist eigentlich ein Moment, an dem man sagen sollte, wenn man jetzt privat spielt, Cut. Aber, ja. Wenn man nicht privat spielt, ist das nochmal eine andere Sache. Ich brauche Content für morgen. Jetzt keine guten Spiele heute, aber mein Gott. Es gibt solche Tage. Es gibt solche Tage. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt schon Video beenden an der Stelle, aber jetzt spielen wir wieder gegen das Deck. Und jetzt wird es wieder ein bisschen dauern. Vor allen Dingen, weil wir nicht Berg des Kriegsfelsens haben. Okay, hat Alter ihr, ne? Alter ihr auf den Start. Dann. Das heißt, wenn, dann guckt maximal eine Backdraw-Karte jetzt. So, Trevor, der wird mir eine Handkarte nehmen. Vento. Vento ist eigentlich die optimalste Karte, die er mir nehmen kann. Ja, Vento ist eigentlich die optimalste Karte. Hey. Hey, okay. 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 Okay, da ist aber eine Menge los gerade. Da hab ich ja mal alles. Da hab ich ja mal alles. Wow. Wow, da habe ich ja mal alles. Guck mal. Soll ich nicht verklicken? Wir müssen in die Battle Phase gehen. Wir sehen den Effekt von Berg des Kriegsfelsens. Wir beschwören Meteoragon. Hui! Meteoragon greift an. Negiert jetzt den Effekt von dem Boy. Fortier kriegt den Search. Wir searchen uns meinetwegen nochmal die Würde des Kriegsfelsens. So, flottet er trotzdem? Ist jetzt die Frage. Oder wird der Effekt negiert? Eigentlich. Effekt negiert, ich wollte es gerade sagen. Da kriegen wir nochmal mit Juragons Effekt. Bam. Und meine Monster kriegen dauerhaft Attack. Und ja. Mein Gegenspieler, der lustigerweise auch noch gut spielt mit den Fixsternrittern. Ja, ja. Wird da jetzt ein bisschen strugglen.
Vega into Alter Ear. Ich überlege gerade. Macht jetzt auch keinen Sinn, die bodenlose Fallgrube zu aktivieren, weil er eh die Karte für Butler Mews hat. Das ist eigentlich das Beste, was ich jetzt machen kann. Einmal abwarten. Schauen, was er jetzt als nächstes macht. Gehen wir davon aus, dass er auf Trivia geht. Dann geht Elteros. 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 Kann aber nicht zerstört werden. Delta Rose. Warum konnte ich denn jetzt? Dann dieser kann der Gegner wieder Karten Effekte für. Achso. Achso. Delta Rose hat nochmal einen Nebeneffekt. I see. Der gute Delta Rose hat noch einen Nebeneffekt. Man lernt nie aus. Wait, what? Wieso konnte ich jetzt den Effekt von ihm nicht aktivieren? Beziehungsweise von Beginn der Battle Phase, falls du keine Monster kontrollierst oder alle Monster, die du kontrollierst, Kriegermonster sind. Ah, das muss ein unterschiedlicher Name sein. Ach, ja. Man lernt nie aus, Leute. Man lernt nie aus. Immer wieder gut zu wissen. Ich hab halt nur einen Deltarus. Nicht, dass das einen Unterschied macht. So, da geht's! Würde des Kriegerfelsens. So. Und da ist Portia. Da können wir jetzt einmal angreifen und das Duell schon mal beenden. Ich weiß nicht, Leute. Ich bin irgendwie mit der heutigen Episode nicht zufrieden. Irgendwie waren die Spiele und die Spielzüge nicht so gut. Irgendwie war das nicht so gut. Keine Ahnung. Ich bin nie zufrieden. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man nicht zufrieden ist mit seiner Arbeit, dass da irgendwie etwas hätte besser sein können? Das habe ich gerade. Und das finde ich schade. Aber es gibt solche Tage. Einfach morgen besser machen. Ja. Aber ich bin auch nicht so sold, was Kriegsfels angeht. Ich habe gedacht, dass der Stack ein bisschen besser läuft in der aktuellen Meta. Aber mit Balance, ja, wir haben es im ersten Spiel direkt gesehen. Ah, nicht gut. Balance in dieser Meta mit Ibli ist ein ganz großes Problem. Anyways, Leute, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao. Euer Rigi. Man sieht sich.